aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal und willkommen auf dem Hof vom Otto. So, ich habe überlegt, wir können nicht viel machen, wir können aber ansehen, wir können Hafer ansehen. Aua. Das werden wir jetzt auch mal tun. Das werden wir jetzt machen. So. Tun werden. Auf einer Tute tuten tut man nicht. So. Was haben wir hier denn alles? Warum sieht das hier so aufgeräumt aus? Verflucht. Das habe ich noch nicht abgeräumt. Das lasse ich auch erst noch so stehen. Da hatte ich noch keinen Bock drauf. Das mache ich später. Wenn ich einen Hof hätte, der nicht so groß wäre. Oh, sie legt sich hin. Guck mal an hier. Lauter Kühe. 12.15 Uhr haben wir. Können wir gut ansehen. So, und zwar Hafer, genau. Kriegen wir Haferstroh. Hafer können wir verkaufen. Getreide können wir notfalls, beziehungsweise für die Hühner können wir notfalls kaufen. Oder wir säen das Zeug an, wenn... Wir wollen auch noch Mais machen für Silage wieder. Oder wir... Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Wir bauen Weizen und den Krempel zum Winter hin an. Anscheinend geht es ja nicht anders. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo denn überhaupt unsere Sämaschine ist. Wir haben auch hier, ganz ehrlich, wir haben hier so viele Hallen. Hier blickt doch kein Schwein durch. Für jeden Traktor eine eigene Halle. So muss das sein hier. Sämaschine, die könnte hier wohl drin stehen tun. Und wir brauchen keine Einzelkorn, sondern, genau, die blaue werden wir dann für Mais brauchen. Cool. Oh, ist sogar drin. Guck mal. Dann können wir... Hafer. Hafer können wir dann verkaufen. Muss ich ein bisschen hier raus, sonst reiße ich hier alles ein. So, und die Felder, die ich dafür nehmen will, habe ich auch schon. Wow. Ich wollte gerade prahlen. Das hat ja gut geklappt, aber dann bleiben wir mit der scheiß Sämaschine hängen. Naja, Gott, was soll's. Verlust ist immer, oder? So, KI hatte ich gesagt, die habe ich abgeschaltet, die blöde Bande, weil die mich ständig von der Straße hebeln. Und das, was die KI nicht macht, das macht jetzt der Zaun oder was? Leute, was ist denn das? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, und jetzt fahr du geradeaus. Unglaublich. Kann sich doch kein Mensch mit angucken hier. So, das heißt, auf diese beiden Felder hier, die wir hier haben, da packen wir Hafer drauf. Schön mit dem Drescher ab. Ja, ganz schön große Felder hier. Auf geht er, der Hans-Peter.
Theoretisch, wenn ich ganz stumpf bin, hebe ich gleich die Maschine einfach an und fahre über das Feld da hinten auch direkt mit drüber. Aber ich glaube, wir machen erstmal dieses, weil das doch relativ gerade ist. Bekommen wir nämlich Hafer und Haferstroh vor allen Dingen. Ne? Das heißt, wir können Strohballen pressen. Das ist doch auch mal nice. So, einmal wenden. Jetzt genauso chaotisch wieder zurück. Wird schon schief gehen. So, genau. Ja, Mensch, ne? Am 5. März schön morgens früh Hafer säen. Was gibt's denn Schöneres? Können wir uns um die Kühe kümmern? Ich weiß gar nicht, warum ich da kein Gras reinkriege. Ich werde das nachher nochmal versuchen. Kann natürlich auch ein Serverfehler gewesen sein, dass er einfach überfordert war und das nicht machen wollte. Ansonsten muss ich mich mal bei meinen Spielekollegen schlau machen. Was die mir da sagen, warum das oder wie das mit den Kühen ist, was da eigentlich rein muss. Was mich wundert, dass hier so nach dem Pflügen und gerade jetzt im Frühjahr und Grubbern und so, dass hier kein Unkraut wächst. Total überlappend hier. Da vorne wären wir fast hätten wir fast Hohlraum gelassen, Mensch. Kannst du echt bald die ganz großen Maschinen nehmen, ey. Unglaublich. Sollte mal langsamer fahren, ey, ganz ehrlich. So. Ach, solange das fertig angesäte Feld nachher vernünftig aussieht, ist doch alles schön, oder? Und die Erdbeeren haben wir noch nicht weggeräumt.
Wenn das so weitergeht, muss ich neues Saatgut antanken. So, wie war das? Säen und dann können wir anschließend walzen. Und dadurch wird dann der Ertrag gesteigert, oder wie? Aha. Jetzt einfach mal hier am Rand lang fahren. Das zweite Feld, das lasse ich dann nämlich einen Helfer machen. Und dann gucke ich nämlich mal, was ich noch tun kann. Ganz schön unförmig dieses Feld, ne? Ganz ehrlich. Ah ja, Mensch, die Bäume werden auch langsam wieder grün. Autos sind hier jetzt verboten, nur noch Trecker und LKW. Ach so, nee, und Ottos Autos natürlich. Was wächst denn da jetzt schon für eine Scheiße? Jetzt ist es auch nicht weg. Ist ja blöd. Was ist denn das? Man weiß es nicht. Oh. Ist das Ding echt alle? Muss ich mit dem denken dadurch, wo ich sowieso schon alles vollgestellt habe. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich dieses Saatgutpäckchen heben kann. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt einen Stapler rauszuholen.
Geht das? Oh ja, tatsächlich, guck mal. Wobei das auch jetzt mit dem Stapler möglich gewesen wäre, theoretisch und so. Ja, ich sag mal, aber wenn du so ein Ding hier heben kannst, ne? Ach, guck mal. Boah, 500 Ge geht automatisch auf. Aha. Weiß gar nicht, wie viel da reingeht. Ah. So. Okay. Dann nehmen wir noch einen Dünger dazu, wa? Und dann werden wir bestimmt Dünger, 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 Dünger. Wollen wir den Dünger? Das ist nicht der Dünger, den wir suchen. Doch, ist er doch. Kann ich den auch heben? Nee, natürlich nicht. Ach, Quark soll reichen. Pass auf, du bist ein angefangenes Päckchen. So. Dünger geht nicht so viel drauf, dann können wir jetzt wieder. Dann können wir jetzt wieder weiterarbeiten, ne? Also irgendwie stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Zaun hier. So, weiter geht's hier. Wie gesagt, der Händler kauft, der Händler, sag ich schon, der Helfer kauft sowieso dazu. Das ist dann erstmal irrelevant. Das war mir so klar, dass hier jetzt so ein Fuddel übrig bleibt, ne?
So. Oh, gleich vor allen Dingen mal gucken. Es müsste in der Feldinfo stehen, muss gewalzt werden. Können wir dann natürlich eine Walze holen und die dann hier auch entsprechend drüber ziehen, ne? Jo. Ach, Kinder, nee. Das ist sein Leben, wa? So, und dann setzen wir auf diesem Feld hier den Helfer an. Mal gucken, wie weit er kommt. Und wir holen uns einen anderen Schlepper mit der Walze. So, müssen wir nicht die ganze Zeit hier gucken, ne? So. Dann wollen wir doch mal gucken hier auf der Karte. Guck mal. Das haben wir jetzt angesehen. Feldfrüchte, Feldfrüchte, Wachstum. Im Wachstum, Bodenbeschaffenheit, gedüngt, muss gepflügt werden, muss gewalzt werden. Genau, da können wir jetzt walzen. Dann wird der Ertrag höher. Das ist auch wieder Arbeit mehr, die wir im 19er nicht gehabt haben. Wir sollten vielleicht jetzt erstmal ans Feldende fahren, den einen Traktor da wegholen. Glaube ich, der Deutz, oder? Wie sieht denn die Wiese aus? Was ist da denn los? Müssen wir da auch düngen machen, tun oder? Ach, guck mal, hier sind beide sogar nachher, ja. Ach, wir nehmen den jetzt hier. Wackelt alles ganz schön, wa? Na komm, Speicherleck. Ja. Den jetzt hier abstelle, passe ich dann hier vorne durch. Was wollte ich jetzt überhaupt? Ich wollte die Walze holen, ne? Guck mal, schiebt mal ein bisschen an der Seite, dann geht das. Die Walze weiß ich, glaube ich, wo die ist. Ah, hier kommt es natürlich in Silo. Warum ist das Tor hier zu?
da steht die Walze. Ich habe sie doch aus den Augenwinkeln heraus bereits gesehen. Ich habe schon wieder alles verteilt, ne? Ich sollte mal wieder den Hof aufräumen, du, ganz ehrlich. Ob das wohl was wird, was du hier machst? Ich will's ja mal hoffen, ne? So, klappen wir sie mal aus. Ach komm, noch mehr, alles klar. Absenken können wir sie nicht. Sie ist tatsächlich so ausgeklappt. Also fahren wir jetzt hier rüber. Jetzt ein bisschen schade ist, dass wir im Grunde genommen keine Texturänderung sehen. Das ist ein bisschen, naja, ne? Das heißt, wir müssen hier dann immer auf das Feld gucken. Wo wir waren und wo nicht. Ne. Keine Texturänderung. Ja, ein bisschen heiser heute. So ganz leicht sieht man es schon, ne, oder? Täuscht das. Gucken, wie das aussieht, ja. Gut, dass die Walze so groß ist. So, dann kommt hier als nächstes Unkrautpfennig da drauf und Dünger nochmal wahrscheinlich.
Ihr sät noch fleißig, perfekt. So muss das sein. Ja. Guck mal, ne? Da haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen gefuscht, das ist ja unglaublich. Hier, dieser Streifen. Man kann diese Walze leider nicht anheben. Man kann die nur zusammenklappen. Dann war es das. Ist ein bisschen, naja, ne? Okay. So, nächste Spur walzen. Ja, wie gesagt, was jetzt noch an Arbeit ist, so bei den restlichen Feldern, zum Beispiel wo der Helfer unterwegs ist, auch da walzen, das kennen wir ja schon, das brauche ich glaube ich nicht nochmal machen. Das würde ich dann auch wieder offline hinter den Kulissen tun. Warum war mir das jetzt klar? Warum ist dieser dusselige Blumenkasten, dieser Bienenkorb eigentlich nicht Phantom, ey, ganz ehrlich? Jeder Scheiß hier auf der Karte ist Phantom, nur das, was man braucht, das nicht. Gott, wie das Ding klappert, wa? So, immer wieder der Blick. Warum ist das da so guck mal, wie unregelmäßig das ist, ey.
Frag mich gerade, was er da drüben macht. Okay, liebe Leute, wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Den Rest mache ich hier allein beziehungsweise mit Helfern dann entsprechend fertig. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüss.